schafft man den täglichen Spagat zwischen Familie und Arbeit? Das will ich von Maria und Markus erfahren, denn bei ihnen ist der Alltag eine mehr als große Herausforderung. Die beiden haben schwer beeinträchtigte Zwillinge. Leni und Tobi sind beide mit einem Kopftumor zur Welt gekommen. Die Eltern sind inmitten einer internationalen Karriere als Solosänger auf den harten Boden der Wirklichkeit zurückgeholt worden. Trotzdem ist das Glück der Familie auf seine eigene Art perfekt. Ein besonderes Leben von gleich 5 Stehaufmenschen, die einen wirklich außergewöhnlichen Weg gefunden haben. Der Tag der Geburt war am 23. November 2007. Da habe ich davor schon ein bisschen Probleme gehabt, weil ich eben schon früher im Krankenhaus war, weil ich zu früh Wehen gehabt habe. Und sie wären ja eigentlich erst am 15. Jänner gekommen, also erst 2008. Am Schluss auch, natürlich bin ich sehr lang gelegen an Wehenhemmer und war dann eigentlich auch froh, dass sie gekommen sind. Also es war natürlich Kaiserschnitt. Und ja. War das eigentlich, weil sie zu früh auf die Welt gekommen sind, war das der Grund ihrer Behinderung? Man weiß ja eigentlich gar nicht, was der Grund ist, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass beide die gleiche Diagnose haben, weil sie ja eigentlich auch 2 Schwangerschaften sind, ist ja 2-eiig. Und wir haben schlussendlich bis jetzt schon viele Untersuchungen gemacht, warum, über das Warum. Am Anfang wollte man das gar nicht so wissen, aber es ist eigentlich bis jetzt nichts rausgekommen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass bei den Kindern irgendwas nicht stimmt? Es hat sich eigentlich am Anfang überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Bei Frühchen ist ganz normal, dass man 2 Tage nach ihrer Geburt oder 3 Tage eine komplette Untersuchung macht. In ihrem Fall haben sie auch ein Schädelsono gehabt. Und im Rahmen dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass sich Zysten gebildet haben im Bereich des Gehirns, im Bereich der Motorik, wo etwas nicht ganz normal, also wo etwas nicht stimmt. Und das ist uns dann auch gesagt worden, so wie es aussieht, kriegen wir 2 behinderte Kinder. Aber die waren klar, normal. Also du hast also äußerlich gar nichts gesehen. Die sind gelegen, wir sind in dieser Frühchenstation gelegen, die unheimlich nett war und eine super feine Stimmung. Wir waren jeden Tag dort mit ihnen, haben gekuschelt. Das erste Jahr, wir sind ein paar Mal zur Physiotherapie auf die Klinik gegangen, aber es war jetzt nicht so ein Anzeichen da. Diagnose Behinderung, habt ihr das gar nicht so richtig wahrgenommen, weil wir so erzählt mit Kuscheln und habt ihr es nicht geklappt? Wir haben natürlich dann ganz normal, das war klar, dass wir mit ihnen kuscheln und dass man redet und dass man, das waren einfach sehr gemischte Gefühle, muss man so sagen. Also wir haben uns irgendwann entschieden, das anzunehmen und wir haben ja erst viel später dann auch gemerkt, was Leni und Tobi eigentlich für Einschränkungen im Moment haben. Markus, wie schaut die Beeinträchtigung eurer beiden Kinder aus? Leni und Tobi können eigentlich zurzeit noch nicht selbstständig sitzen, krabbeln, essen, trinken, sich selber anziehen. Sie können beide zurzeit auch nicht sprechen. Sie sind aber kognitiv spitze. Sie haben einen super Humor. Sie verstehen alles gut. Sie können Zusammenhänge erkennen, oft schneller wie jemand anderer. Sie sind wirklich im Kopf super fit. Deshalb sind wir eigentlich so derartig optimistisch, dass sie noch sehr viel lernen können, dass man diese Diagnosen, die man durchwegs auch hören, wahrnehmen, aber nicht zur Realität werden lassen im Moment, sondern wir arbeiten einfach Tag für Tag. Unsere Therapien sind sehr damit verbunden, über Steuerung vom Gehirn, Bewegungen vom Gehirn auszuüben, weil sie es eigentlich verstehen, was zu tun ist. Und wir haben schon das Gefühl, dass sie auch diese Herausforderung annehmen, dass sie diese Challenge wahrnehmen, von oben das steuern zu lernen. Deswegen freut es uns so, dass die Leni mit der Kopfkontrolle, wie sie schauen kann, wie sie mit dem Finger swipen lernt, wie der Tobias mit einem ausgestreckten Finger das Radio einschalten kann. Das war früher eigentlich nicht möglich, aber aufgrund der vielen Therapien, die eben speziell darauf ausgelegt sind, nicht nur zu bewegen und zu mobilisieren und schauen, dass keine Sekundärschäden entstehen, sondern dass das wirklich von oben
gesteuert wird, dass er ganz so, wie wir alle uns bewegen, dass vom Gehirn aus diese Bewegung initiiert wird. Diese Fernsehsendung nennt sich ja Steh auf Menschen. Und wie du das jetzt so erzählst, den Finger ausstrecken, um den Radio einzuschalten. Und Maria, ich glaube, dass wir schon mit diesem Motto Steh auf Menschen immer wieder aufstehen, Krönchen richten, weitergehen, dass man da einfach ganz viel lernen kann von Menschen, die sich schwer tun. Und plötzlich ist so ein ausgestreckter Finger zum Radio der Himmel auf Erden. Ja. Und ich glaube, dass einfach auch viele Menschen da mal nachdenken sollen, wie zufrieden man mit Kleinigkeiten sein kann und was solche Kleinigkeiten für ein riesengroßes Erfolgserlebnis ist. Ja, das stimmt. Man weiß viel zu, man schätzt viel zu wenig, was man eigentlich alles hat. Und wir merken das natürlich tagtäglich, wie viel Arbeit das ist. Und dass nur ein kleines Dings im Gehirn nicht, ein kleines Schalterle vielleicht nicht passt. Und es hat so eine große Auswirkung. Aber du hast erzählt im Vorfeld, dass eure Kinder ganz viel auch mit zwinkernden Augen machen. Sie steuern einen Computer, oder? Mit zwinkernden Augen. Wie funktioniert das? Nein, nicht mit zwinkernden Augen, sondern das ist ja ein Augensteuercomputer, der hat eine Infrarotkamera. Und die Pupille ist quasi wie unsere Computermaus. Und somit können Tobi und Leni eben ganz normal auf dem Computer was suchen. Wenn man länger hinschaut, dann kann man so einstellen, ein paar Sekunden. Dann ist das wie ein Mausklick und dann kann man eigentlich alles mit dem Computer machen. Der Tobi hat sich sogar 500 Euro im Ö3 gewonnen, weil er hat nämlich, da hat es ja das einmal gegeben, Handy hoch, hat das geheißen. Und da hat er 500 Euro gewonnen, wirklich. Hat das eingeschickt und er kann auch ganz normal mit dem Computer reingehen, wie der Markus schon gesagt hat, ins Internet, kann sich alles aussuchen oder sie machen die Schularbeiten am Computer. Und es ist wirklich, also wir haben ja alle Zoom-Sitzungen im Online-Unterricht, haben wir halt über den Computer gemacht. Dann hat er alles allein, oder haben sie beide allein gesteuert. Diese große Verantwortung, Markus, wie du es vorher schon gesagt hast, die ist jetzt ja nochmal viel, viel intensiver. Hat man da Angst um die Partnerschaft? Das ist, glaube ich, unser Vorteil, den wir haben, dass wir mit der Situation langsam umgehen haben lernen. Es ist immer ein bisschen mehr gekommen, ein bisschen mehr. Und wir sind, glaube ich, sehr bewusst im Leben. Wir nehmen sehr bewusst wahr, was um uns passiert. Und wir nehmen auch sehr bewusst wahr, wie Leni und Tobi in ihrem Leben stehen. Und unsere Partnerschaft hat sich natürlich Tag für Tag auch weiter zurückgezogen im Sinne der Zweisamkeit, im Sinne dem, wir tun uns was Gutes und wir schauen auf uns und wir machen das und wir gehen jetzt einmal aus und wir gehen ins Kino oder wir gehen miteinander sporteln oder was. Das spielt sich alles nicht da. Weil eigentlich im Vordergrund steht, dass wir für Leni und Tobi mal da sind. Auch für die Emma, wo wir hoffen, dass wir es gut gemacht haben, dass wir ihr auch immer exklusive Zeit gegeben haben, die uns auch sehr wichtig ist, dass wir mit all unseren Kindern sehr nah sein können. Ich sage eigentlich meistens, dass es nicht viel einen größeren Unterschied gibt, als wenn man sonst Geschwister hat. Es ist natürlich so, dass es viel zeitintensiver ist, was halt Eltern mit den Geschwistern verbringen. Oder auch, dass man ab und zu mal helfen muss oder so. Aber es ist eigentlich wie, wenn man selber ein kleines Kind hat oder so. Weil da sind ja die Eltern auch immer beschäftigt eigentlich. Und man muss auch mal Windel wechseln oder sonst etwas. Also ich finde, man lernt halt sehr, sehr viel aus der Situation. Vor allem auch habe ich als Kind gelernt, mich viel mit mir alleine zu beschäftigen. Und ich finde, dass es in manchen Situationen auch sehr gut ist, wenn man andere zum Beispiel anschaut, die sich eigentlich kaum allein beschäftigen können oder so, auch in meinem Alter, wo es halt schwerfällt, da mal alleine zu sein. Natürlich ist manchmal so, dass man schon denkt, ja, okay, vielleicht hätte ich da jetzt gern mehr Zeit oder so mit meinen Eltern auch oder genau, ja. Was sicher auch noch eine wichtige Frage ist, die ich als Selbstbetroffene stellen darf, wie ich heimgekommen bin als Puppele mit 7 Monaten, ich war 7 Monate lang im Krankenhaus und dann bin ich heimgekommen und daheim war die Freude riesengroß. Und meine Eltern haben wirklich Zeit gehabt, 7 Monate sich mit dem, wie du sagst, Markus, mit der Situation sich auseinanderzusetzen. Und wie es bei mir war, dann schauen sie ins Waagele. Meine Eltern haben so eine Freude gehabt, jetzt ist sie endlich daheim und das war unbeschreiblich.
Und da gibt es dann Leute, die meinen, wenn sie reinschauen, nur weil sie wissen, dass ich behindert bin, das haben sie, glaube ich, gar nicht einmal gesehen, weil im Gesicht hat man es mir ja nicht angesehen. Und dann die Diagnose erstellen, es war doch bitte gar schön gescheiter, das arme Geschöpfel war gestorben. Und meine Eltern sagen, das war eigentlich noch viel das Schlimmere, wie die Diagnose, dass sie ein Leben lang beeinträchtigt sein wäre. Ich finde das eigentlich ein Wahnsinn, weil jemand definiert, wer lebenswert ist und wer nicht lebenswert ist. Wer hat das Recht, das zu definieren, weil nur... Da fallen mir ganz viele andere Leute ein, die äußerlich vielleicht alles können, aber innerlich meines Erachtens ganz viel Defizit haben. Und wer entscheidet, und auch da würde ich nie entscheiden, dass so ein Mensch nicht lebenswert ist. Ja, ich habe für sowas keine Worte, weil... Ich glaube, dass es einfach viel, wie gesagt, du sagst, es hat niemand das Recht zu entscheiden. Genau. Auch schon im Mutterleib. Aufgrund der Pränataldiagnostik wird ein behindertes Leben bereits oft schon im Mutterleib als Schadensfall bezeichnet. Ja, was will man in unserer Gesellschaft? Wir lernen von Leni und Tobi wahnsinnig viel. Und alle Leute, die um sie herum sind, lernen wahnsinnig viel. Vielleicht nicht das, was in unserer Gesellschaft im Moment beliebt ist oder im Moment ganz oben steht. Vielleicht auch nicht, was im Schulsystem oben steht, aber andere Werte. Und diese Werte, glaube ich, sind für uns alle, gerade in der jetzigen Zeit, wahnsinnig wichtig. Und ich möchte keinen Tag mit jemand anderem mein Leben tauschen. Keinen einzigen Tag. Bei mir war das erste Erfolgserlebnis, das erzählt die Mama immer so mit strahlenden Augen, wie ich das erste Mal eine Kerzele ausblasen habe können. Gell? Da haben sie so eine Freude gehabt, das war unbeschreiblich. Was war die erste riesengroße Freude eurer Zwillinge, was sie geschafft haben allein? Also das ist bei Leni und Tobi schwierig, Kerze ausblasen. Sie arbeiten wirklich wahnsinnig fleißig. Wir haben ein unheimlich engagiertes Therapeutenteam ringsum. Maria und ich, wir machen sehr viele Therapien unter der Woche. Wir haben das Glück, dass uns viele Leute auch unterstützen, auch emotional unterstützen. Das, was sie täglich an Kleinigkeiten, womit sie uns täglich überraschen, sei es, dass der Tobias mit dem augengesteuerten Computer googeln kann und auf ganz allein ins Internet geht und sich Sachen aussucht und Bilder aussucht, vom Motorradfahrer, dem gerade gefallen, oder die Leni anfängt mit der Hand am Tablet zu wischen und zu swipen und vor allem, wie sich das jetzt bei der Leni in letzter Zeit verbessert hat, dass sie höchst interessiert einem draußen am Katzel, was für die Nachbarn umspringt, nachschaut, wo wir gedacht haben, das am Anfang ist es nur so da gesessen und wir haben nicht gewusst, versteht sie uns, hört sie uns, kriegt sie das alles mit. Und jetzt sitzt sie da und schaut dann an und lacht. Das sind für uns Riesenerfolge, wo wir einfach merken, dass sie richtig im Leben zentriert sind, dass sie Anteil nehmen, dass sie genauso diese Emotionen haben, wo sie sich über was freuen, wo sie mit jemandem mitweinen, wo sie uns einfach teilhaben lassen an einer farbenreichen Emotionalität, die wir ohne sie gar nicht spüren haben können. Das sind eigentlich unsere großen Erfolge, die wir mit ihnen haben. Zum Beispiel, früher haben sie nur aus dem Flaschel getrunken und wir machen ja sehr viel, schon ganz lang, viele Massagen und eben orofazielle Logopädie, wo wir auch das immer jeden Tag auch machen. Und sie trinken ganz normal aus dem Becher, also der Mundschluss wird viel besser. Also es ist alles in allen Bereichen, wird es peu à peu besser. Natürlich in kleinen Schritten, aber auch steht der Tropfen hüllt den Stein. Also wenn man dranbleibt, glaube ich, dass... Ich habe manchmal die Angst, dass ich vielleicht mein Leben zu kurz ist, dass ich ihnen noch ganz viel lerne oder mit ihnen ganz viel lerne. Wenn ich an Leni und Tobi denke, ich kenne sie natürlich gut und natürlich auch an die Emma, aber in dem Fall jetzt ganz speziell an die zwei, dann denke ich immer, mein erster Gedanke ist diese bedingungslose Liebe, die sie kriegen durch euch zwei. Diese unbeschreibliche Liebe und sie können sich entfalten, alle beide, wie ein bunter Schmetterling. Das ist meiner Meinung nach etwas ganz Besonderes, was sich viele Menschen auf dieser Welt wünschen würden. Waren sie in einem Inklusionskindergarten? Uns ist Inklusion ganz wichtig.
weil wir gern möchten, dass sie ganz normal leben. Also sie sind ja auch ganz normal. Also für mich sind alle Menschen gleich und kennen alle Menschen zusammen. Und ich glaube, dass viele Leute was, oder viele Kinder auch von Leni und Tobi viel lernen können, nicht nur umgekehrt. Also das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und manche Leute brauchen mehr und manche Leute brauchen in einem anderen Bereich mehr. Wie hat die erste Inklusion im Kindergarten funktioniert? Wie sind die Kinder auf das Thema eingegangen und auf Leni und Tobi? Na, das war so eine nette Begebenheit. Im Kindergarten ist dann ein Kind, das hat, ich glaube, sogar zwei Ärzte als Eltern gehabt, hat sie erzählt, haben uns dann diese Betreuer erzählt, ist heimgegangen und hat erzählt, du Mama, wir haben einen Neuen in der Gruppe und der kann nicht reden, aber das ist nicht ansteckend. Und also ich glaube, die Kids sind selber absolut voreingenommen. Das ist so, wie es ist. Unsere Kinder sind eingeladen worden auf Geburtstagspartys und da sind Schnitzeljacken vorbereitet gewesen. Und dann haben die Kleinen gesagt, du Papa, da kann man nicht gehen, weil da geht der Rollstuhl nicht vorbei. Wir müssen da umgehen. Das ist für die Kinder völlig normal. Wir sind abgeholt worden vor der Tür mit zwei anderen Schulkameraden und sind die Kinder mit unseren einfach abgepfitscht und sind einfach zur Volksschule. Ja, in der Volksschule sind jeden Tag haben vier Kinder gewartet zum Abholen. Zum Abholen. Das ist also wir sind mitgegangen, aber sind sehr lang gegangen und das ist ganz normal gewesen. Da habe ich ein großes Glück gehabt mit den Kindergärtnerinnen. Ja. Genau. Und natürlich dann auch später jetzt mit den Lehrerinnen. Das steht und stirbt mit diesen Menschen. Ja, genau. Richtig, es steht ja. Und fällt mit dem Direktor, mit der Leitung, wenn die wollen und wenn die anderen auch wollen, die Lehrer, die Betreuer, die Pädagogen, da muss jeder wollen. Dann ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Und viel Aufklärung wahrscheinlich auch im Vorfeld. Natürlich. Fürs Lehrpersonal und für die Schülerinnen. Für die Eltern, für alle. Weil eigentlich, und ich glaube, das meiste ist das, dass jeder nicht weiß, wie er damit umgehen soll oder wie er sich verhalten soll. Das ist, glaube ich, die größte Angst. Oder dass man sich nicht zutraut, dann mit so einem Kind umzugehen. Aber es ist ja eigentlich ganz einfach. Das ist ja eben das große Problem, das, was wir haben, weil die Menschen so große Berührungsängste haben. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nach hinaus zu gehen. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es mit Menschen kommuniziert, wo ihr gespürt habt, die haben Angst, die sind unsicher? Ich verurteile niemanden, der Angst hat, aber ich versuche, den Schritt hinzugehen und zu reden, aufzuklären und auch mein Denken da auch umzupolen, dass ich mein Herz aufmache. Jetzt will ich ein bisschen dazwischen wieder in eure Welt eintauchen, in eure private Welt. Du, Maria, erfolgreiche Sopranistin auf die großen Konzertbühnen. Der Markus, Countertenor, überall auch auf die großen Bühnen zu Hause. Wie habt ihr das geschafft? Neben der vielen Liebe und der Gedanken, wie es alles handelt, damit die Kinder ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen können. Wie habt ihr es geschafft, dabei nicht auf der Strecke zu bleiben, Markus? Also es hat sich schon viel geändert. Es hat sich für uns geändert, dass du prinzipiell nicht jedes Projekt zusagen kannst, was du gern machen würdest. Das war am Anfang schon schwierig, weil das Konzert, was du nicht singst, das fehlt da auch finanziell. Was war da beruflich, dass wir uns ein bisschen die Welt vorstellen können, wo du da drinnen warst, ist zwar der Markus und du? Also ich habe damals sicher über 80 Konzerte im Jahr gesungen. Ich bin gekommen, Koffer gewechselt, weitergefahren. Und so eine Nachricht zentriert dann im Leben. Du weißt, so wie es war, geht es nicht mehr. Und bei uns ist es schon so, dass wir diese Anfragen eigentlich ein oder zwei Jahre im Voraus bekommen. Das heißt, das ist alles vertraglich fixiert. Das ist jetzt auch nicht so schnell leicht handelbar, dass dann auf einmal alles weg ist und nur mehr Familie da ist. Das war eigentlich schon eine große Herausforderung, dass einfach das Leben da ist und du hast aber trotzdem diese Verpflichtungen, dass du beruflich zu tun hast.
Aber in dem Fall ist natürlich, hat es der Mann natürlich schon ein bisschen leichter, gell, wie die Frau. Maria, wie hast du gedacht, kannst du das alles handeln? Dein Singen, deine Auftritte auf den großen Konzertbühnen, hast du gedacht, ist das jetzt einmal vorbei? Nein, also es war schon so, dass man, ich meine, man schafft ja vieles. Und ich meine, natürlich ist man am Anfang mehr daheim, aber die Kinder werden ja eigentlich auch größer, also das denkt man sich ja dann auch, irgendwann sind sie halt heraus und das ist ja für jede Mutter dann, wenn sie nach dem Kindergarten, dann gehen sie Schule, dann werden die Mütter ja auch wieder ein bisschen berufstätig und spätestens mit 11, 12 werden sie was anders tun. Also da sind die Eltern dann eh nicht mehr so interessant, gell? Und das haben wir natürlich auch besprochen, dass das schon geht. Und mit Hilfe natürlich von Omas und Opas ist das ja eigentlich gang und gäbe bei vielen Familien, dass man da zusammenhilft. Also haben wir uns da jetzt nicht so Sorgen gemacht, dass wir jetzt dann ganz raus sind aus dem Geschäft. Und natürlich ist dann ein bisschen anders gekommen. Aber wie wir gesagt haben, wir gehen von Tag zu Tag und wir lernen von Tag zu Tag dazu und wir lernen mit unseren Emotionen, mit unseren Ängsten, mit unseren Vorlieben auch umzugehen. Und jetzt, wenn wir fahren, wir müssen es natürlich logistisch immer klären und da ist die Maria wirklich top, weil sie den Überblick bewahrt, wer wo wann da ist und wer da ist und da geht's nicht und da geht's schon. Und mittlerweile, wenn wir fahren, genießen wir diese Zeit, wenn wir auf einem Projekt sind, unheimlich. Weil es ist eigentlich für uns Belohnungszeit. Du darfst musizieren, du darfst die schönsten Arien singen, die jemals komponiert worden sind. Du hast ein tolles Orchester da, du hast einen super Chor da, du hast wieder Publikum vor dir. Es ist eigentlich Belohnungszeit für uns. Und ich glaube, dass sich unser Singen auch dahingehend verändert hat. Wir waren früher so getrieben von dem, ich muss da singen, ich muss da, in dem singe ich vor, das mache ich da. Und man war eigentlich nie so erfüllt. Und das ist das, was die Kinder für uns gemacht haben. Die haben uns eigentlich ein erfülltes Leben geschenkt. Wir singen tendenziell weniger, weil es sich einfach weniger ausgeht, weil wir einfach nicht alles zusagen können. Aber da, wo wir hinfahren, ist das wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Genießen wir es von der ersten Sekunde bis zur letzten. Zwar unterrichtet sie ja alle beide Gesang. Maria, du am Konservatorium, der Markus in der Musikschule. Und Maria, du hast mir einmal erzählt, diese ganze Geschichte, deine Lebensgeschichte, diese Höhen und Tiefen, die haben deine Stimme ganz besonders geprägt und zum Ausdruck gebracht. Ich sage oft zu meinen Schülern, stellt euch vor, ihr klebt auf der Erdkugel drauf und in der Erde sind die Töne und die wollen raus und die gehen durch euch hinaus. Und ihr tut quasi eure Emotion dazu, eure Farbe dazu. Und ich kann das, glaube ich, jetzt machen, weil ich mich ganz spüre und weil ich wirklich das von mir innen nach außen bringen kann. Diese Liebe, die ich jeden Tag erfahre, die kommt einfach auch durch die Stimme jetzt raus. Und mir geht's gut dabei, weil ich glaube, dass ich sehr offen meine Stimme nach außen bringen kann, mit meinen Emotionen.
der Markus dir so liebevoll die Lorbeeren gestreut hat, wo du alles perfekt organisierst, wenn es dann soweit ist, dass einer von euch beiden unterwegs ist. An was muss man da alles denken, Maria? Es geht eigentlich nicht, dass einer von uns allein ein Wochenende oder 4 Tage da ist. Das fängt schon an in der Früh. Das fängt schon an in der Früh, dass man eigentlich zu zweit auch aufgeschmissen ist, weil man rudert. Obwohl man schon um 6 Uhr aufstehen, muss man trotzdem beide Kinder anziehen, beide Kinder wickeln, beide Kinder aufs Klo gehen, beide Kinder Essen geben. Dann nur Jausen machen für alle drei. Dann vielleicht ein bisschen freundlich sein, weil man natürlich auch müde ist. Aber ja, und dann fahren wir in die Schule, und wenn Schule ist. Und ansonsten, wir können ja auch alleinig auch keine Therapie machen. Eine große Herausforderung. Ja, es ist schon. Das, wo wir schon Angst kriegen, ist, dass einem von uns darf nichts passieren. Es geht auch keine Krankheit, es geht auch keine, also wir müssen funktionieren. Und das wirklich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Weil es ist auch so, dass natürlich oft in der Nacht sie nicht schlafen oder einer ist dann wach in der Nacht. Und wenn man allein, also es geht eigentlich nicht. Jeder Mensch, der uns jetzt zuhört und zuschaut, denkt sicher sofort, wie funktioniert dann eine Partnerschaft. Wir wissen, mit kleinsten Kleinigkeiten stehen Menschen in der Früh oft auf und ärgern sich über Blödheiten, sage ich jetzt einmal. Und ich habe so eine riesengroße Herausforderung zu meistern, wie du sagst, Maria, freundlich sein, weil wenn man nicht freundlich ist, noch ist alles spät. Natürlich, ich ärgere mich auch über viele Sachen, ich ärgere mich über ganz viele Sachen, aber wir müssen halt lernen, diese Sachen bei uns zu lassen und ganz schnell wieder runterzukommen, weil es übertragt sich ja dann nur auf die Kinder und dann sind sie schlecht drauf oder es übertragt sich auf die ganze Familie und da hat man, glaube ich, sehr viel Verantwortung, noch mehr. Also ich kann nicht, wenn mir was nicht passt, was ja auch ist. Ist ja ganz normal. Aber ich kann einfach nicht in die Tür zu hauen und sagen, ich gehe jetzt einmal 20 Minuten spazieren. Das läuft nicht. Das läuft bei uns beide nicht. Und das haben wir natürlich schon in den Jahren mal besser, mal schlechter gelernt. Aber wir müssen es ja lernen, weil anders geht alles zugrunde. Wo holt es denn Christi Kraft her, damit es wirklich das übersteht, durchsteht und einfach auch wieder diese glückliche Stunden dann findet. Mhm. Also, wo die Maria jetzt gesagt hat, wir stehen um 6 auf und sind dann schon müde, das ist jetzt nicht so eine große Leistung, aber man muss wissen, dass wir selten vor 1:30, 2 ins Bett kommen, weil einfach bis alles erledigt ist, bis wieder alles aufgeräumt ist, bis alles sauber ist, dauert es. Und das ist eigentlich das Schwierigste für uns, dass die Nächte, weil vor allem die Leni da ganz oft Mama- oder Papa-Zeit einfordert. Das heißt, sie schläft schwer ein. Sie ist eigentlich so gut wie jede Nacht wach. Das heißt, wir schlafen eigentlich im Schnitt 4 Stunden. Dass man dann freundlich bleibt und vor allem in diesem respektvollen Umgang bleibt, ist eine Herausforderung. Nur wo man die Kraft zurückkriegen ist, wenn man dann reingeht in der Früh und sie weckt und da strahlen einen solche Augen an und grinsen die an über beide Ohren und sagt, Papa, pack mal den Tag. Das sind so kleine Momente, wo ich sage, ja, passt. Pack mal, mach mal, tu mal, weil unsere Kinder geben uns so viel an Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit, Freude, Lebensbejahung. Da kannst du gar nicht anders. Das geht gar nicht anders, weil du in diesem Sog mitgerissen wärst. Natürlich sind wir müde und natürlich sind wir verzweifelt und natürlich haben wir auch Ängste und wir weinen auch. Aber das dürfen wir auch. Nur, die zwei und auch die Emma, das sind drei solche Seelen, die uns das Leben emotional schon auf eine sehr hohe Bereicherungsebene gebracht haben. Ich möchte trotzdem gerne noch ein bisschen nachhaken, weil wir ja Menschen sind und selber einfach auch die Erfahrungen gemacht hat. Zum Beispiel, wenn es kracht in der Partnerschaft, weil es einfach so ein Berg ist, dass man einfach nicht mehr aushalten. Das ist so ein Berg. Dann kann ich mir vorstellen, wenn der andere gehen kann, die Tür aufmacht und außen ist, dass man einfach einmal durchatmet und sagt so, ich brauche jetzt etwas, weil sonst halte ich das nicht mehr aus. Das kriegt sicher des Öfteren vor, oder? Ungefähr 20 Mal am Tag. Nein, ja. Nein. Also, wir können
auch in der Situation nicht die Tür aufmachen und rausgehen. Das geht nicht. Das geht eben nicht. Wir lernen Tag für Tag sehr achtsam mit unseren Gefühlen umzugehen und sie sehr zielgerichtet zu spüren, dass wir es gut, also sehr achtsam wahrnehmen, was wir gerade spüren. Und was mir wichtig ist, was uns wichtig ist, nicht das Gegenüber für seine eigenen Emotionen verantwortlich zu machen. Dann das, was passiert, passiert, weil auch ich Teil davon bin, vom Ganzen. Und wenn man diese Verantwortung zu sich zurücknimmt, komme ich leichter damit zurecht. Das funktioniert natürlich nicht immer. Es klingt so toll, also, aber es ist ein langer Weg und wir lernen das jeden Tag. Und, wenn Leni und Tobi nicht so viel Hilfe brauchen würden oder wir auch vielleicht nicht so wären, dass wir trotz allem da sein, dann wären wir wahrscheinlich auseinander. Also das muss man ganz klar sagen. Weil wir haben sehr viele Streits, natürlich haben wir viele Streits. Und natürlich fliegen die Fetzen. Jetzt geht es eh viel besser als früher, aber diese Belastungen, die wir haben und die wir seit 14 Jahren tragen, sind eigentlich nicht aushaltbar. Vielleicht ist unser großer Vorteil, dass wir nicht kennen, wir müssen miteinander. Gut ist natürlich nur, dass wir uns eigentlich gern haben. Dann gehen wir jetzt auf die Skipiste miteinander. Dann gehen wir jetzt auf die Skipiste, weil das ist auch was Unbeschreibliches, was wir erzählen wollen, dass es miteinander mit den Kindern Skifahren geht. Wie schaut das aus? Wie funktioniert das? Mach uns ein Bild. Ja, wir waren einmal früher noch, wo die Kinder im Kindergarten waren, sind wir ab und zu mal am Vormittag, wenn es sich halt ausgegangen ist, sind wir Skifahren gewesen und waren wir einmal auf der Berger Alm und dann sehen wir so jemanden mit so einem Bi-Ski fahren. Da muss man jetzt hinfahren und fragen. Und eben dann haben wir mit der Dame gesprochen und haben eben erzählt, dass wir Leni und Tobi haben. Ja, und dann haben wir mit dem Herrn Braschberger, den du ja auch gut kennst, haben wir dort angerufen und dann haben wir so einen Skikurs gehabt im Kaunertal und haben die ja mal ausprobiert, diese Bischis. Und wir waren gleich voll begeistert, weil bis wir dann alle Kinder drein, einmal war auch mit, waren wir wirklich dort alle zusammen einmal Skifahren. Und das war, da waren die Kinder noch ganz klein, ich glaube 3 waren sie. 3 oder so haben wir das probiert und haben gesagt, nein, das müssen wir, da müssen wir schauen, dass wir 2 Sachen kaufen, weil wir haben ja das vor der Tür und dann kommen wir im Kindergarten, sind wir ja mit gewesen, Skiwoche und in der Volksschule und jetzt gerade haben wir auch Skiwoche gehabt, waren wir wirklich mit Skilager. Das ist einfach unbeschreiblich super. Es dauert zwar ein bisschen, bis wir sie drein haben und es ist immer ein Mods-Action und auch man ist schon fertig, schwitzt man, bis man sich rein hat. Aber wenn wir dann auf der Skipiste sind, dann ist es wirklich super. Ich glaube, das schauen wir uns jetzt an, oder? Weil da haben wir was vorbereitet. Ja, sehr gerne. Weil das kann man sich ja sonst überhaupt nicht vorstellen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man Menschen an seiner Seite hat. In eurer Situation natürlich nochmal doppelt und dreifach so wichtig. Menschen, die euch im täglichen Leben mit den Kindern unterstützen. Mhm. Und bei uns in Tirol, sage ich jetzt einmal schon mit leuchtenden Augen, haben wir eine sehr gut funktionierende persönliche Assistenz. Mhm. Und es gibt Bundesländer in Österreich, wo das leider nicht der Fall ist. Das wäre so wichtig. Ja, es steht und fällt mit Menschen, die unsere Kinder und andere Kinder und andere Menschen, Erwachsene begleiten und helfen im Leben. Anders funktioniert es nicht, so wie die Schule nur funktioniert, wenn Schulhelfer da sind. Es ist alles schön und gut, Inklusion, aber ohne dem geht es nicht. Das, was mir am allermeisten beeindruckt da, ist die Lebensfreude und die Positivität, mit der man jeden Tag und jede Minute eigentlich startet. Und darauf den Fokus zu lenken, also das ist eine Kunst und eine Gabe, das so machen zu können. Da kann, glaube ich, jeder da was davon lernen, ja. Wenn wir jetzt nochmal die persönliche Assistenz ansprechen, wo viele junge Menschen zu uns kommen, die uns zur Seite stehen, also eigentlich ist es egal, ob jung oder älter,
ich glaube einfach auch, dass man das schon sagen kann, dass das viele Menschen probieren sollten, sich da einzulassen, weil ich glaube, da werden sie sehr, sehr reich beschenkt nach Hause gehen, nämlich für ihr Leben was bekommen, was auch für den Lebensweg von ihnen wichtig ist. Alle, die bei uns kommen, gehen mit leuchtenden Augen aus hier. Durch Zufall bin ich eigentlich da gelandet und reingewachsen und habe mit dieser Arbeit in der Familie, aber auch natürlich auch bei allen anderen Familien entdeckt, wie viel Freude mir das macht und was ich alles lernen kann. Wenn man Freude dran hat, dann ist ganz viel möglich. Und Maria und Markus haben am Anfang gesagt, wenn man will, dann geht alles. Wenn du willst, dann kannst du alles lernen. Und das hat mir auch durch die Anfangszeit, wo es nicht leicht ist, das alles zu lernen, gemeinsam zu essen, zu trinken, das ist eine Herausforderung. Ihnen eine feine Position zu ermöglichen, zum Sitzen, das ist nicht leicht am Anfang. Es braucht viel Zeit, bis man sich da einspielt miteinander. Aber wenn man will, dann ist es möglich. Markus, es gibt so viele Menschen, die eine ganz andere Sichtweise haben. Was sagen wir diesen Menschen, die oft so unzufrieden sind, die mit sich selber am meisten beschäftigt sind und durch das keine Chancen schenken anderen Menschen und oft so verurteilen? Was sagen wir diesen Menschen? Was ich mitgeben kann, ist einfach, wir haben so ein besonderes Leben mit einer leichten Annäherung der Normalität, die uns wahnsinnig glücklich macht. Wir brauchen nicht viel, mir reicht es, wenn die Kinder glücklich sein, wenn sie happy sein, wenn sie voller Freude und Zuversicht durchs Leben gehen. Und wir tun alles, damit es so bleibt. Wenn man da ein bisschen diese kleinen Momente des Lachens der Kinder in sich aufnimmt und für sich selber sagt, du, eigentlich schön, dass es die gibt. Ich glaube, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Maria, zum Abschluss, jetzt kommt eine Fee hereinspaziert und schaut dich an von Frau zu Frau. Sie umarmt dich und schenkt dir einen Wunsch. Was wünscht du denn? Im ersten Moment darf man sich denken, ich darf mir wünschen, dass Lene und Tobi alles kennen, aber das wünsche ich mir gar nicht, weil ich möchte ja, dass wir glücklich sein. Und wie das mit Wünschen oft ist, dann kennen sie vielleicht alles, aber vielleicht sind wir miteinander dann auch nicht mehr glücklich. Oder vielleicht, ich weiß es ja noch nicht, wie dann der Wunsch ist. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass wir alle glücklich sein miteinander weiterhin und vielleicht noch glücklicher werden, aber das ist eigentlich mein Wunsch.